Solche Bilder hätte die Welt gerne am Ende der UN-Artenschutzkonferenz gesehen. Aber der Jubel gilt nur einem Teilerfolg, errungen in der vergangenen Nacht. Die Delegierten haben die Gründung eines Gremiums beschlossen, das die Interessen indigener Völker beim Artenschutz wahren soll. Es war ein erster Erfolg. Doch heute endete die Konferenz dann abrupt. Sie war nicht mehr beschlussfähig, zerstritten übers Geld, zu viele Delegierte bereits abgereist. Die Tagungspräsidentin zählte trotzdem tapfer die Erfolge auf, aber mit Tränen in den Augen. Ich bin einfach nur müde, alles fällt von einem ab. Aber die Entscheidungen, die wir getroffen haben, stehen. Die bessere Verzahnung zwischen Arten- und Klimaschutz, besserer Schutz für die Meere. Der große Wurf scheiterte am Geld, genauer an der Frage, wie die längst zugesagten 20 Milliarden Dollar der Industrieländer verteilt werden sollen. Die deutsche Umweltministerin kann mit dem Ausgang der COP16 genannten Artenschutzkonferenz leben. Die COP in Cali war als Arbeitstreffen geplant. Es sollte Zwischenbilanz gezogen werden nach dem Weltnaturschutzabkommen von Montreal. Wo stehen wir? Was haben die Länder bereits geliefert? Wo sind die großen Probleme, die wir noch bewältigen müssen? Arbeitstreffen, Zwischenbilanz? Die 23.000 Delegierten wollten ursprünglich das Montreal-Abkommen von 2022 umsetzen. Es sieht den Schutz von 30% der Land- und Meeresflächen der Welt vor. Es ist das wichtigste Naturschutzabkommen aller Zeiten, nun vertagt. Das ist nicht gut. Wir verhandeln hier ja die Zukunft des Planeten, wie wir die Biodiversität erhalten. In 2 Jahren wird in Armenien weiterverhandelt.